In der Spitze fährt er 230 Stundenkilometer. Am Steuer der 15-jährige Hamburger Tim Tramnitz. In diesem Jahr hat er den Sprung von der Kart in die Formel-4-Serie geschafft. Es macht einfach unglaublich viel Spaß im Auto. Die Beschleunigung ist natürlich nochmal eine ganz andere als im Kart. Wenn er Gas gibt, geht er gerne ans Limit. Angst ist gar nicht dabei. Man hat natürlich Respekt vor der Geschwindigkeit, aber das sollte man auch haben. Motorsport ist eine mentale und körperliche Höchstleistung. Man muss sehr viel Kraft aufbringen, um in die Bremse zu treten, teilweise mit 120 Kilo. Die Formel 4 ist eine Rennserie für Nachwuchsfahrer. Sie ist richtungsweisend für eine Karriere im Motorsport, erklärt der ehemalige Formel 1-Pilot Ralf Schumacher im Videointerview. Er ist Teamchef des Us Racing Teams, für das Tim seit diesem Jahr an den Start geht. Schumacher kennt Tim schon seit 5 Jahren. Also ich glaube schon, dass er gute Chancen haben wird, der Tim. Ich kenne ihn ja, wie gesagt, schon aus dem Kart. Und entscheidend ist halt immer, dass man zu einem gewissen Punkt gewisse Ziele erreicht und sich auch steigert. Und das ist ihm eigentlich von Klasse zu Klasse gelungen. Und jetzt ist es halt soweit, dass man mal den ersten Schritt in den großen Automobilmotorsport macht. Zum Us Racing Team gehört auch Gerhard Unger, ehemaliger Mercedes-Chef, der bei den Rennen immer ganz nah an den Piloten dran ist. Außer Talent und Ehrgeiz hat Tim noch mehr, was ein Rennfahrer braucht. Er bringt auch eine gewisse Gelassenheit mit, was auch sehr wichtig ist. Er hört zu, er ist lernfähig. Er kann die Dinge auch umsetzen, die mit seinen Ingenieuren dann besprochen werden. Bis jetzt macht er seine Sache sehr, sehr gut und wir sind eigentlich ganz optimistisch, dass wir auch positive Ergebnisse herausfahren können. Auf das Jahr verteilt finden 20 Testtage und 7 Rennwochenenden statt. Dazwischen ist Tim zu Hause in Bergedorf. Schon früh hat er seine Leidenschaft für den Motorsport entdeckt. Als Sebastian Vettel sein erstes Formel-1-Rennen gewann, war Tim gerade mal 3 Jahre alt. Als ich klein war und ich Formel 1 extrem verfolgt habe oder angefangen habe es zu verfolgen, hat damals immer Vettel gewonnen. Und dadurch, dass er auch ein deutscher Rennfahrer ist und so erfolgreich war, ist er mein Vorbild. Im Kartsport hat er einen Erfolg nach dem anderen eingefahren. Dabei kommt die Schule aber nicht zu kurz. Der Neuntklässler will auf jeden Fall sein Abitur machen. Zwischendurch trainiert er täglich am Simulator. Das Einzige, was man hier wirklich trainieren kann, ist das Streckenlayout. Oder was man eben auch trainieren kann, ist ein bisschen die Reaktionsfähigkeit. Die Eltern investieren viel Zeit und Geld in die Karriere ihres Sohnes. Das ist ein Nebenjob, kann man fast sagen. Sei es die Begleitung zur Strecke, bei den Tests, bei den Trainings, aber auch eben zu den Rennen. Doch ohne Sponsoren ist Motorsport nicht finanzierbar. Unterstützt wird Tim durch die ADAC-Stiftung Sport. Voraussetzung dafür ist nicht nur die fahrerische Fähigkeit, sondern auch die körperliche Fitness. Die Trainingspläne bekomme ich von der ADAC-Stiftung Sport zugeschickt. Und den muss ich dann eben auch einhalten. Dann werden meine Ergebnisse immer überprüft. Er weiß, nur mit viel Disziplin kann er es bis ganz nach oben schaffen. Mein Ziel ist natürlich, später in die Formel 1 zu kommen und am liebsten natürlich auch Weltmeister zu werden. Egal ob Weltmeister oder Rookie, für alle Fahrer sind Donuts das Highlight. Eigentlich von den Teams verboten, aber auf der Strecke des ADAC-Fahrsicherheitszentrums Hansa ausnahmsweise mal erlaubt. Start der Formel-4-Saison ist am 31. Juli auf dem Lausitzring.